Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nach langem Suchen haben wir unsere Mine endlich gefunden, die wir euch eigentlich schon letzte Folge hier zeigen wollten. Aber naja. Guck, Thorsten. Ja, da ist ein Spinnenspawner hinten dran. Sehr unschöne Sache. Schön. Oh nee, jetzt ist er da reingefallen. Und ich bin reingefallen. Ich hänge diesen scheiß Spinnenweben fest. Hurra. Was soll ich dazu jetzt sagen? Kein Kommentar. Cool, wie viele Spinnenweben hier sind. Ist ja richtig eklig. Achtung, da greifen sie dich an. Eine habe ich. Noch eine. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich bin vergiftet. Egal, das macht nichts. Guck, dass du aus dem Loch rauskommst. Schnell. Wollen wir nicht diesen Gang hier vernichten einfach? Du, mir ist das egal, wegen mir können wir den Spinnenspawn auch platt machen. Komm, wir machen mal den mal platt, zack, und dann gucken wir uns den Gang hier mal an. Der verrät. Oh, jetzt häng ich wie ein scheiß Spinnenweben drin, ey, ich bin auf den Sack. Hängt. Was ist denn da hinten noch? Ich sehe nämlich. Da ist gar nichts. Gar nichts. Gänger. Ah, das ist der Gang, den ich von da oben entdeckt habe, okay. Moment, hier eine Fackel hin. Oh, das sind alte Eisenbahnschienen. Ach, da oben ist noch eine Spinne übrigens gewesen, ne? Und jeez, das Gold. Alter. Und das hinten dran. Alter, das sind ja laute Gänge hier. Ich fass es nicht. Ja, klar. Krass. Du musst jetzt hier drin nur nicht verlieren. Nee. Das ist eine echt große Mine. Hier neben ist Kohle und der Thorsten läuft schon runter. Thorsten läuft schon irgendwo hin. Nächster Spinnenspawner, oder? Ja, der ist der nächste. Ach, wie geil. Auf jeden Fall diese Höhle hier fertig erkunden. Ja. Was ist denn hier hinten in die andere Richtung? Hier neben steht noch eine Kiste. Ja, warte. Warte von uns. Melonen. Ich sehe nichts, weil Thorsten steht genommen. Kohle. Ey, das ist ja voll lame. Ich brauche ein Schwert. Oh, natürlich. Mein Schwert ist kaputt. Ich kann dir nur Kohle anbieten, die liegt hier in der Kiste. Achso, da ist noch eine Lohne, eine Truhe, Dingsbums, ich weiß, was ich meine. Was ist hier? Nichts mehr raus. Hier muss okay. Jemand anders da noch mitnehmen, ich bin voll, oder warte mal, ich schmeiß mir den Scheißgar weg, den ich immer brauche. Warte. Hartrück. Ja. Hast du Werkbank dabei? Da ist ja sonst nichts drin. Und ich hab noch einen Stöcker. Ich hab eine Werkbank und Stöcke dabei. Ich hab noch eine Truhe gefunden, noch eine Lohne. Bau mal auf. Ich brauche ein Schwert und Goldbarren! Ja, Goldbarren hatte ich eben auch schon. Ja, und ist doch cool. So, Moment, hier, Werkbank. Brauchst du ein paar Stücke? Naja. Wie viele? 12. 12, warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ich muss es fassen irgendwie, glaube ich. Waren 18. Ja, egal. Hey, wo sind wir denn hier wieder? Ich glaube, hier sind wir eben runter, oder? Kann das sein? Ach du Scheiß. Melonenkerne brauchen wir nicht unbedingt her. Hab ich mal rausgeworfen. Schick, schick. Wo geht's denn da noch hin? Wo geht's hinter? Das ist die Frage. Wo erkunden wir denn jetzt eigentlich erstmal? Was machen wir denn jetzt? Was erkunden wir denn eigentlich? Hier beim Thorsten hier vorne steht noch eine Kiste mit Kohle. Ich bin aber voll mit Kohle soweit. Ich kann es noch nehmen. Hier ist noch dunkel, weil da ist noch nichts mehr. Wir müssen gerade mal hier ein bisschen hier Platz schaffen. Flo, du hast Kohle? So, Patrick, ich gebe dir deine Stöcke wieder. Ja, tu das. Flo, hast du noch Kohle? Ja, warte mal, ich tu mal gerade auch ein bisschen Platz schaffen. Ja, nein, werf doch nicht die guten Spinnenfäden weg. Ich habe genug Spinnenfäden zu Hause. Ja, ich aber nicht. So, was willst du denn haben? Nein, du kriegst von mir was. Du kriegst von mir Kohle, weil du sowieso Kohle dabei hast. Upsala. Wie komme ich denn an Klonstaub jetzt ran? Mysteriös. Okay. Gebe ich jetzt mal keinen Kommentar zu ab. Wer hat mir eben seine Spitzhacke gegeben? Ich brauche keine Spitzhacke. Okay. Gibt's denn hier so... Ah, jetzt habe ich den anderen Scheiß hier aufgenommen. Oh, ich fass es nicht.
Wo seid denn alle? Ach, da hinten. So, ich komme jetzt wieder. Guck mal, wo es hier noch hingeht. Ey, hier ist eine riesen Höhle. Oh, guck mal. Ja, und guck mal, hier links geht's auch nochmal weiter. Ach du Scheiße. Und da links geht's auch nochmal weiter, guck mal hier. Wenn wir hier rausgehen und hier wieder rüber. Hier steht eine Kiste. Boah, und da ist noch eine Truhe, da ist noch eine Truhe wieder. Dreimal Brot. Entschuldigung, Mama, ja. Wieso ist denn auch die Tür offen? Flo, hier ist noch Kohle drin. Ja, warte, ich komme. Und hier ist Wasser. Thorsten, möchtest du noch von dem Granit haben? Nee. Und ich hab einen Diamant gefunden. Diamant. Brauch ich nicht. Diamant. Ja, Diamant. Hast du gefunden? Ja. Ja. Schick, schick. Geil. Ey, ich hab einen Smaragd gefunden. Cool. Aber in der Wand, also nicht in der Truhe, sondern hier in der Wand steckt er fest. Ach, wie geil. Bringt mir aber nicht viel. Ich habe Melonenkerne gefunden. Ich sollte mir mal... Oh scheiße, jetzt habe ich die ganze Kohle weggegeben. Kann mir mal eine Fackel noch eventuell bringen. Ach, hier bist du. Eisen hier nehme ich noch mit. Eisen, alter Eisen. Ja, wir müssen unbedingt noch mal hier mehrmals hier in die Höhle. Wir haben ja jetzt schon wieder volles Haus. Hinten ist auch noch alles. Ach, grüß dich. Mit Kohle. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ist noch Eisen. Und es ist erst nur ein Teil der Mine, Thorsten. Wir haben da oben irgendwo einen Aussichtspunkt. Wir haben uns jetzt hier einfach hier durch den Spinnenspawner gegraben, wo man ganz runter gucken kann. Ja, der ist ich habe schon wieder einen Spawner gefunden. Ja. Korrekt. Machst du platt? Ich höre nur, wie es rappelt. Was glaubst du, was ich gerade mache? Skelett-Spawner. Ey, ich habe noch einen nächsten Spawner gefunden hier. Oh, scheiße. Wo? Oh, ich komme. Yeah, ich komme, ich brauche mal eure Hilfe. Die Scheiße geht richtig die Post ab. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Flo, setz da drin Fackeln. Ich verteidige dich. Warte, muss erstmal die Erfahrung sammeln. Nein, scheiß auf die Erfahrung, sofort Fackeln setzen. Oh, da ist schon wieder. Bin dabei. Hab Fackeln gesetzt. Oh, so, jetzt erstmal in die Truhe. Redstone, Namensschild und Eisen ist hier drin. Hier ist auch noch ein Namensschild drin. Eisenbarren habe ich hier noch. Schwarzpulver. Pferderüstung kannst du dir... Und ein Pferdesattel. Pferdesattel brauchst du für Pferde. Du denn nehmen? Guck mal, hier drüben kannst du dir noch Dingens rausholen. Eine Pferderüstung. Oder Namensschild, wenn du das brauchst. Naja, ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ich bin doch auch voll. Hier ist Lapis Lazuli. Die Sättel sind, glaube ich, für Schweine. Nee, die brauchst du aber für Echt? Pferde. Ja? Ja. Flo, wirf mir gerade mal ein paar Fackeln zu. Fotze. Entschuldigung. Steht da auf einmal so ein Creeper hinter der Ecke. Okay, dann baue ich meine Fackeln hier ab. Ach, was ist denn hier schon wieder? Sieh alle Kackbratze da. So, hier haben wir noch ein Lapislazuli. Hey, hier sind überall verschachtelte Nebengänge, sind hier. Überall Nebengänge. Ich brauche irgendwas, mit dem ich mal hier zubauen kann. Hey. So. Die Höhle ist der Wahnsinn. Ich sag doch, die Höhle ist geil. Hier sind überall Nebengänge und Schächte. Wow. Ich hab was Grünes gefunden. Was ist denn grün? Das ist Smaragd. Geil. Lass mich das abbauen, ich hab's sowieso schon dabei, dann verschwenden wir keinen Platz. Nee, was war denn das? War das vielleicht doch Eisen? Nee, es war nicht grün. Hä? Dann war es wohl doch nur Eisen.
Ich hab mich verlaufen. Gut. Ich hab mich, glaube ich, auch gerade verlaufen. Doch, ich sehe Namenszeit nie bei mir rumhuschen. Ja, das bin ich. Ach du, hä, hier ist ja noch eine Ecke. Hab ich wieder einen Spawner gefunden, oder ich was? Ich sehe Thorsten. Wo? Und ich höre einen Enderman. Und ich habe einen Spinnenspawner. Die Höhle ist so krass, Alter. Und hier neben habe ich noch ein neues Areal eben wieder entdeckt hier. Warte, wo seid ihr? Hier ist Gold. Da hinten sehe ich einen Tag. Spinnenspawner. Ah, da ist Thorsten. Ey, hier sind so viel Areale. Und Creeper, noch. Scheiße. Steht der. Oh, hat der mich eben erschrocken. Der steht neben mir und macht nichts. Oh, jetzt kommt diese scheiß Spinne hier und vergiftet mich. Mistvieh hier. Jetzt reicht's, jetzt kriegt's. Jetzt kommt hier aber eins mächtig drauf hier. Spinnenspawner. Oh, wo geht's denn hier überall hin? Und da steht noch ein Creeper inmitten des Spinnenspawners. Hey, wo bist denn du schon wieder? Hey, kann einer mal helfen gerade, bitte? Hallo? Hallo? Ich bin hier gerade momentan beschäftigt mit diesem Tracking Spawner hier. So, jetzt hat es ausgespawnt. Oh Gott, ich bin in die Lava gefallen. Ich bin in Lava gefallen. Ich bin gerade mitten in irgendein Loch rein. Oh nein, wie kann denn das sein? Und tschüss. Und du hast Diamanten dabei, gell? Ja. Oh, ich hatte so viel schönes. Ich habe ein Problem. Wie jetzt? Och nein. Ich habe drei Hexen unter mir. Leute, was macht ihr denn? Ihr wollt mich doch jetzt hier unten nicht wohl alleine lassen, oder? Oh nein, ich hatte so. Ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo du gestorben bist, Fluss, sonst würde ich hinrennen und gucken, ob mir irgendwas. Egal. Ich weiß auch gar nicht, wo ich reingefallen bin. Ich bin über die Eisenbahnschiene, bin in irgendein Loch reingefallen. In irgendein Loch. Deswegen immer vor dich gucken, das ist sehr wichtig. Ja. Das ist very important. Important, ja. Ja, super, ich hatte so viel Sachen dabei. Ich hatte gerade so viele Sachen. Ich habe gerade alles verloren. Och nein. Solange es nur ein Diamant war, ist das nicht so tragisch. Ich habe aber gerade auch Smaragden alles gefunden. Wir haben so eine geile Höhle. Oh, na toll. Du alte Schrolle, verrecke. Du hast denn immer noch... Toll, ich kann doch nicht mehr zu euch. Warum? Ja, ich bin jetzt in meinem Haus im Bett gespawnt. Ah ja, und? Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Nimmst du dir was in die Hand? Spitzhacke oder irgendwas? Ziehst noch eine Rüstung drüber? Nee, ist eh schon 11 Uhr. Ist eh schon 11 Uhr. Guck mal auf die Uhr, alle. 11 Uhr, alle. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich mich verlaufen. Ich habe noch Lapis Lazuli und Gold gefunden. Ach guck mal, hier geht's runter. Ja, Lapis Lazuli habe ich auch gefunden. Also schon vor längerem. Ah, jetzt bin ich hier in dem. Jetzt bin ich hier gerade in dem Graben drin, hier wo die Tunnel durchlaufen. Der hier endet einfach hier. Frage, wo geht's da unten weiter? Erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt. Ich bin hier gerade leicht verwirrt. Ich weiß momentan gerade nicht, wo ich hier überhaupt noch langlaufen muss. Jetzt bin ich wieder hier. Lava, Gold. Sag bitte Diamanten. Ach, was hab ich denn? Was hab ich denn da Schönes gefunden?
1000 Diamanten gefunden. Oh, geil. Wie viele? 4. Perfekt. Nee, halt, ist scheiße. Sollen wir die aufteilen? Der Finder kriegt 2, die anderen beiden jeweils 1. Genau. Oh, guten Tag, Herr Zombie. Ja, toll, jetzt erkundet ihr die Höhle in der Zeit, wo ich hier... Gut, den einen Diamanten habe ich mir zurückgeholt. Ja, lag er noch da? Nein, den habe ich mir gerade gecheatet. Ich habe nur einen Spawner entdeckt. Ich habe hier mehrere Spawner entdeckt gerade. Echt? Ja, glaube ich zumindest. Hier ist Sackgasse. Du bist ja irgendwo über mir. Ja, und hier sind 2 Spawner in 2 verschiedene Richtungen. Hängt hier alles voll mit Spinnenweben. Uah, jetzt stupp ich dieser scheiß Zombie hier in die Spinnenweben hier rein. Weißt du, was wir hier haben? Ja, hier ist definitiv ein Spawner. Hier neben ist eine riesengroße Höhle, ihr Leute. Ja, das sind so. Aber soll ich mal was sagen? Ich habe ein Problem. Meine Eisenhacke ist gleich kaputt und dann kann ich das Gold hier nicht abbauen. Ich guck mir gleich mal an, wo du bist. Ich muss hier erst diesen Spawner hier noch platt machen. Oh, Flug ist raus. Und ich bin mal raus. Ja, weil ich jetzt bin ich echt stinksauer. Noch sehr schlecht gelaunt. Ja, das ist Minecraft. Das hat Minecraft hier wieder mal so an sich, dass man da so schlechte Laune von kriegt. Ich krieg bis jetzt keine schlechte Laune. Ich klatsch das Game dann einfach wieder mal runter. Und tu es dann nach ein paar Monaten wieder installieren. Genau. Ah ja gut, ihr Leute, machen wir an der Stelle auch Schluss mit der Aufnahme für heute. Wie gesagt, Flo ist schon raus. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen, aber naja. Die Verbrennungsanlage schmeißen. So ist das nun mal. In Minecraft, sowas kann jederzeit jedem mal passieren. Und ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und sag an der Stelle tschüss. Tschüss, Leute. Alle, ciao.